herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport macht Spaß für die Kita. Heute wieder mit Stefan. Hallo. Und mit mir, Emilia. Wir werden heute zusammen auf eine Lichtung gehen. Es ist immer noch Herbst und das bedeutet für uns, es kann richtig stürmisch werden und der Wind wird heute eine große Rolle spielen. Wir brauchen heute nichts, das heißt, ihr braucht auch nicht auf Pause drücken, sondern wir können alle direkt zusammen losjubeln und lostoben. Seid ihr bereit? Mir zuckt's schon im Bein, also lass uns anfangen. Okay, auf die Plätze, fertig und los geht's. Ja. Oh, ich spüre jetzt schon den Wind. Eine Runde noch. Auf geht's. Ihr macht alle mit. Oh, das war ein guter Start. Auf jeden Fall. Jetzt ein bisschen getobt, alle bereit. Als erstes in unserer Begrüßungsreihe wollen wir die Sonne begrüßen. Die scheint mich vor jedem Sturm und nach jedem Sturm. Und die ist ganz groß, die Sonne. Und die lächelt auch immer. Ihr seid super Sonnen. Okay. Sonne war da. Was kommt danach? Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, der Wind wird heute eine große Rolle spielen und deswegen begrüßen wir auch alle zusammen den Wind. Und zwar von ganz weit oben gehen wir ganz weit runter. Und wieder hoch. Okay. Und wer bewegt sich natürlich im Wind? Die Vögel. Eindeutig. Wir begrüßen alle Vögel zusammen. Mit riesen Flügelschlägen. Oh, und der Albatros ist auch da. Gesehen. Schön, dass du da bist. Oh, es hoppelt. Oh, wir begrüßen die Hasen. Okay, Hasen, wir begrüßen die Hasen, alle zusammen. Okay, die Hasen sind auch begrüßt. Jetzt fehlt nur noch eins. Wir begrüßen uns alle, denn jetzt geht's los. So, für unser erstes Spiel setzen wir uns jetzt alle zusammen in den Schneidersitz. Denn wir spielen jetzt Es fliegt, es fliegt. Ich werde gleich immer irgendwelche Dinge nennen und ihr zu Hause und auch wir hier müssen zwei Entscheidungen treffen. Die erste Entscheidung: Fliegt unser Gegenstand wirklich oder unser Ding? Und die zweite Entscheidung, wie fliegt es eigentlich? Okay, wenn es fliegt, stehen wir alle auf und fliegen genauso wie das Ding durch die Gegend. Bereit? Bereit. Okay, es fliegt ein Zug. Der fällt gerade in den Tunnel ein. Nicht so wirklich, ne? Okay, es fliegt eine Schwalbe. Oh. Alle aufstehen. Die Schwalbe, die schwebt ja mehr. Die braucht nur ganz wenige Flügelschläge, um sich zu halten. Und es landet die Schwalbe. Es fliegt eine Erbse. Es fliegt ein Blatt. Ja. Ja. Das fliegt durch den Wind. Puh. Das Blatt wird auch mal schneller und mal langsamer, wenn der Wind doll ist, oder nicht? Oh, ganz weit nach unten. Und es landet das Blatt. Okay, es fliegt ein Hund. Ich habe noch nie einen fliegenden Hund gesehen. Es fliegt ein Pferd. Das habe ich mal hin und her geschmissen, mit dem Albatros zusammen. Aber geflogen ist es nicht, oder? Ganz kurz mal. Okay, es fliegt
eine Biene. Oh, die braucht ganz viele Flügelschläge. Die muss ganz schön viel machen, die Biene. Ihr seid auch alles Bienen zu Hause. Und es landet die Biene. Okay. Es fliegt ein Drachen. Ja, na klar, der kann fliegen. Aber der lässt sich auch eher treiben im Wind, oder? Der ist auch ganz langsam, weil der riesig ist. Oh, da kommt eine Böe. Huh. So Lenkdrachen fliegen auch immer ganz doll von einer Seite zur anderen, oder? So zickzack. Stimmt, Lenkdrachen kann auch fliegen. Und es landet der Drachen. Okay. Es fliegt eine Papierkugel. Die kann fliegen. Oder? Ich glaube, die wird immer durch den Raum geworfen oder kullert wie der Albatros. Also meine, die wird geschmissen. Meine Papierkugel, die hüpft so ein bisschen rum. Und es landet die Papierkugel. Mal überlegen, was könnte denn noch fliegen? Es fliegt der Albatros. Das gucke ich mir genau an. Oh, sehr elegant. Aber so, Albatros, du fliegst doch schneller, oder? Wie der Albatros. Und es landet der Albatros. So, es fliegt ein Igel. Heute nicht. Heute nicht? Okay, es fliegt ein Hubschrauber. Oh, Hubschrauber, die drehen sich ja immer, ne? Also, beziehungsweise die Blätter oben. Nicht der Hubschrauber an sich. Wusstet ihr, dass ein Hubschrauber auch rückwärts fliegen kann? Oh. Und es landet der Hubschrauber. Huch. Dem Piloten ist schwindelig geworden. Ja, glatt ein bisschen. Okay, es fliegt. Es fliegt die Tomate. Mm-mm. Nee. Es fliegt eine Fledermaus. Die kann fliegen. Machen die kleine Bewegungen oder große? Der Albatros macht kleine. Ich glaube, du kennst dich da ganz gut aus. Ich war gerade eben Flughund. Fledermäuse machen doch auch immer mal so einen Sturzflug. So. Und es landet die Fledermaus. So. Es fliegt ein Pinguin. Ist zwar ein Vogel, fliegt aber nicht. Okay, es fliegt ein Papierflieger. Oh ja. Oh, der segelt auch.
Meine machen eigentlich immer Loopings. Kannst aber du das kann ich nicht so gut. Aber ich glaube, der Papierflieger, der fliegt auch in jeder Kita und in jedem Kinderzimmer zu Hause rum. Das glaube ich auch. Und es landet der Papierflieger. So, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass wir so viel geflogen sind und dass sogar Wind aufgekommen ist gerade, der hier alles verwüstet hat. Wir verwüsten jetzt hier alles in unserem Zimmer und ihr zu Hause auch. Ganz schnell alles hinholen, alles verwüsten. Auf geht's! Alles liegt irgendwo rum bei euch. Ich glaube ja, bei euch zu Hause sieht das viel, viel cooler aus als bei uns. Aber unser Sturm hat schon alles ein bisschen durcheinander gebracht. Falls ihr immer noch weiterbauen wollt, kurz die Pause-Taste drücken und dann spielen wir gleich zusammen. Wir gucken uns jetzt nämlich um, wie es hier aussieht. Und das machen wir als allererstes, indem wir Eichhörnchen sind und überall rumrennen wie die Eichhörnchen. Auf geht's, alle machen mit. Eichhörnchen machen ganz schnelle Schritte, oder? Die sind super flink, ja. Klettern auch immer. Guckt euch an, wie das hier aussieht. Ist auf jeden Fall alles Mögliche umgefallen, ja. Umgestürzt. Blätter liegen auf dem Boden. Oh, aber ich höre schon wieder was. Ich höre schon wieder was. Wir verstecken uns alle. Alle Eichhörnchen verstecken sich. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Oh, der Wind ist so laut. Der Wind ist richtig laut. Aber ich glaube, der wird auch wieder ein bisschen schwächer. Und wir können gleich wieder raus aus unserem Versteck. Okay. Und jetzt gucken wir uns um und wir sind Eulen. Wir sind große Eulen, die rumfliegen. Ihr zu Hause natürlich auch. Ihr fliegt als Eulen durch euer Zimmer. Und guckt euch mal alles an, wie das hier durchgeflogen ist. Die Eule fliegt so gut, die fliegt auch hier mal rüber. Also von oben sieht das Ganze noch verwüsteter aus. Kriegt man erstmal den Überblick, ne? Stimmt. Aber ich merke schon, da kommt wieder ganz viel Wind auf. Oh, ab ins Versteck. Ganz klein machen als Eule. Wo seid ihr? Wir haben uns oben versteckt, auf dem Baum. Ich sitze auf einem Baumstumpf. Ich hoffe, der Sturm erwischt mich nicht. Clever. Und der Sturm wird wieder ein bisschen schwächer. Und jetzt sind wir alles kleine, dicke Wildschweine. Oh. Die Wildschweine rennen rum. Ist der Bau auch zerstört? Nein. Und ich glaube, der Sturm wird schon wieder stärker. Oh. Alle verstecken sich in ihrem Bau. Ab ins Versteck. Hoffen, dass der Wind vorbeizieht. Mein Kopf ist sicher. Emilia, Albatros. Wie geht's dem Albatros? Sieht gut aus. Hier zu Hause, ich glaube, wir können wieder rauskommen. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, der Wind. Wir sind jetzt Hasen. Die Hasen hoppeln auch durch die ganze verwüstete Lichtung.
Ihr zu Hause seid natürlich auch die Hasen und hoppelt überall rum und überall rüber. Oh, ich höre es. Der Wind kommt näher. Ab alle Verstecken in eurem Hasenbau. Oh. Stefan, geht's dir gut? Ja, der Wind zieht über meinen Kopf. Albatros, sicher? Sicher. Und es wird wieder weniger. Alle Tiere sind jetzt, die sich umgucken. Kleine Mäuse. Kleine Mäuse, ui. Ganz kleine Mäuse. Bewegen die sich schnell? Na, die haben gerade ein bisschen Angst vor dem Wind. Oh, Mäuse gucken auch immer so neugierig. Ja. Ihr seid zu Hause auch Mäuse? Und es kommt wieder ganz doller Wind auf. Oh, ab ins Versteck. Ab ins Mauseloch. Ich glaube, ich bin zu klein, zu groß für mein Versteck. Huch. Aufpassen, dass der Wind weggeht. Hast du dich gut versteckt, Emilia? Ja. Sehr gut. Und jetzt wollen wir noch kleine Füchse sein. Die Füchse rennen über die Lichtung, über das ganze Chaos. Die sind ganz schnell, die Füchse. Ganz flinke Füchse. Ihr seid auch Füchse. Und die Füchse wollen gleich wieder in ihren Fuchsbau, weil der Wind wird ganz doll. Oh, ab ins Versteck. Seid ihr sicher? Ja. Sehr gut. Jetzt wollen wir uns noch mal alles angucken und wieder als Albatros. Wir sind wieder große, schöne Albatrosse. Und fliegen wie der Albatros. Über alles hinweg. Genau. Was der Sturm hier so verwüstet hat. Huch, Entschuldigung, Albatros. Gegengeflogen. Der Albatros kann immer so gut fliegen. Und der Albatros führt den Wind schon wieder in seinen Federn. Der Wind wird immer stärker und wir verstecken uns. Tschüss, Albatros. Tschüss, Albatros, mach's gut. So, hörst du das? Ich höre fast nichts mehr. Ja, genau. Das heißt, der Sturm hat sich verzogen. Zum Glück. Okay, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um in den Sumpf zu gehen. Denn ich habe noch ein cooles Spiel für euch vorbereitet. Aber dafür müssen wir erstmal den Weg in den Sumpf finden. Auf dem Weg dahin könnt ihr euch einfach noch eine Runde auslockern, tief ein- und ausatmen. Oh, Sturm ist vorbei. Aufräumzeit. Ja, ich will immer alles ordentlich haben. Puh. Okay. So. In unserem Sumpf spielen wir jetzt das Spiel Blub. Ihr könnt jetzt einfach zugucken. Wir zeigen euch einmal, wie das Spiel funktioniert. Und dann habt ihr die ganze Woche Zeit, das selbst auszuprobieren und selber zu spielen. Alles, was wir dafür brauchen, sind ein paar Zeitungen und unsere Geheimkarten mit den geheimen Pfaden. Ich gebe dir schon mal ein paar Zeitungen. Genau. Janni hier schon mal ein bisschen vorgeschnitten bei uns. Ihr könnt es zu Hause selber machen oder eure Eltern fragen. Einfach ein großes Zeitungspapier nehmen, Schere und dann in der Mitte durchschneiden. So, ich baue jetzt 4 Zeitungen in eine Reihe und dann 5 Zeitungsblätter nach vorn. Machst du da weiter? Ich helfe dir hier. 3, 4,
5. Hast du ein paar Blätter für mich? So. Ja, hier ist noch eins. Dann geht's auf. Oh, was ist das? Das verrate ich dir gleich. Okay. Ich habe jetzt hier bei unserem Spiel Blub den geheimen Pfad aufgezeichnet, den Stefan von der einen Seite zur anderen Seite des Sumpfes bringen kann. Die schwarzen Felder, das sind die Blätter, die wirklich gut halten. Wenn Stefan auf eins der weißen Felder tritt, dann macht es laut Blub und er muss wieder von vorne anfangen. Das heißt, er muss sich den Weg gut merken und sich merken, welche Blätter ihn tragen. Damit es in der ersten Runde ein bisschen einfacher ist, habe ich ihm mit einem grünen Punkt das Startblatt markiert. Da darf ich rauftreten? Da darfst du rauftreten. Sicher? Oder ganz machst sicher. Du nur Faxen und ich... Nee. Nee, das geht gut. Okay. Jetzt muss ich meinen Weg darüber finden. Jetzt musst du deinen Weg rüberfinden. Oh, hat es geklappt? Blub. Okay, da falle ich ins Wasser, in den Sumpf. Hier darf ich hin. Hat es geklappt? Ja. Okay, also den merke ich mir, den merke ich mir. Emilia ist ja manchmal ein bisschen fies zu mir. Dann gehe ich mal... Hier. Nicht schlecht. Echt? Mhm. Ich kenne dich dann doch. Aber du bist ja nicht immer gemein. Da stimmt doch was nicht. Echt? Warum stimmt das denn alles? Okay, aber mein Glück verlässt mich hoffentlich noch nicht. Geschafft. Echt? Das war doch geschummelt. Nee, wirklich nicht. Nicht schlecht, nicht ich bin schlecht. Hast du auch noch eine Runde für mich vorbereitet? Auf jeden Fall. So. Kriege ich auch ein Startkommando oder? Du kriegst auch ein bist Start du nicht so von nett. Mir. Doch. Du kriegst einen Startpunkt von mir. Okay. Nicht dahin. Guckt euch das an. Jetzt machen wir das mal zusammen. Und von mir aus kannst du loslaufen. Schummelt genauso wie ich. Ist richtig? Schon wieder richtig. Und jetzt alle zusammen. Blub. Oh, okay. Dann war ich. Okay, ich war hier. Ja. Dann war ich hier. Super. Und hier. Genau. Ja. Oh. Wieder alle zusammen. Blub. Okay, jetzt schaffe ich's. Hier. Ja. Hier. Genau. Hier. Wieder ja. Zurück. Okay, ich habe nur zwei Varianten. 50-50. Ine, mene, mu und raus bist du. Ich würde so gerne Blub sagen, aber du hast recht. Ja, geschafft. Rüberkommen. Die Runden können wir ganz oft spielen. Ihr könnt euch selber Karten machen, vielleicht mit euren Geschwistern zusammen oder mit euren Eltern. Ihr könnt die Startpunkte vorgeben, so wie wir das gemacht haben, oder auch die schon weglassen. Und dann könnt ihr das die ganze Woche zusammen spielen. Wir spielen auch gleich noch weiter, weil das war ein bisschen einfach am Anfang. Ne? Ja, wir haben ja bestimmt auch irgendwo noch ein paar Zeitungen. Oh ja. Und dann schneiden wir die einfach auch noch mal durch und machen unser Spielfeld noch größer. Dann wird es noch viel schwieriger. Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid zur nächsten Folge Sport macht Spaß. Tschüss!